Hi, schön, dass ihr alle da seid. Meine Standardrede ist, der Kassenbon ist der Stimmzettel. Was ihr einkauft, wo ihr das Geld herholt, wie ihr das Geld ausgebt, damit könnt ihr hier drin was ändern und ja, sich an alternativen Projekten beteiligen. Darum geht's. Danke, Hannes. Noch jemand? Okay, dann Heidi. Heidi. Ja, ich möchte jetzt daran anschließen und alle nach der Mahnwache noch hier zu bleiben, damit wir das Projekt Friedenswerkstatt endlich mal auf die Reihe kriegen. Ist ja jetzt schon lange geplant, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Wir haben, glaube ich, ein Zelt. Wir müssen nur noch einen Platz finden und wir brauchen Leute, die da mitmachen. Das war's. Ja, die Messlatte ist jetzt unglaublich hoch, aber ich möchte euch erzählen, warum ich hierher komme, um vielleicht einige von euch zu inspirieren. Wir haben jetzt sehr viel gehört, aber ich glaube, in vielen von euch ist noch dieses Bedenken, was soll ich hier, warum soll ich hier hin, hat das wirklich Sinn? Und ich möchte euch einfach ein bisschen inspirieren. Ein großes, wortloses Trauern ist in der meisten Brust, eine grenzenlose Heimatlosigkeit. Ich gehe jeden Montag zu dieser Mahnwache, weil ich es satt habe, in einer kranken, pervertierten, auf den Kopf gestellten Gesellschaft zu leben, in der der Mensch kein Mensch mehr ist, sondern nur noch ein Kunde, ein Konkurrent und eine Arbeitsmaschine. Weil ich es satt habe, dass moralische Tugenden wie Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Loyalität, Nächstenliebe, Verantwortung und Treue fast gänzlich im Schatten einer an Neid, Gier und Missgunst erkrankten Ellbogengesellschaft verschwunden sind. Weil ich es leid bin, permanent von verbitterten und verrohten Systemsklaven, die natürlich auch nichts dafür können, weil sie konditioniert wurden, belämmert zu werden, die mir in ihrem Geldbeschaffungswahnsinn nur mein Geld in jeglicher Form aus der Tasche ziehen wollen, um damit ihre Zinslast zu begleichen, die sie in einer wirklich freien Welt, in einem wirklich freien System gar nicht hätten. Ich gehe jeden Montag zu dieser Mahnwache, weil ich nicht länger wortlos und tatenlos zusehen kann, wie meine Mitmenschen unter Konzernen, Banken, Lobbyisten und Bürokraten leiden und wie sie ebenso im Kleinen aneinander zugrunde gehen, weil sie sich gegenseitig gar nicht mehr vertrauen können. Weil es mich ankotzt, dass wir Unmengen an Arbeitskraft aufwenden, um Produkte vorzüglich für die Müllhalde zu erschaffen, weil ja unbedingt alles wachsen muss, anstatt dass wir endlich wieder nachhaltig denken und produzieren. Weil ich es satt habe, dass wir gar keine Zeit mehr für die wichtigen Dinge im Leben haben, da wir nur noch ständig vor unseren Ängsten weg und dem Schuldgeld hinterherlaufen, dass wir uns im Hamsterrad der Psychospielchen wahnsinnig machen lassen und uns zum Ausgleich mit TV, Drogen, Wischiwaschi und Machtspielchen betäuben, bis wir menschlich völlig im Arsch sind. Ich gehe zu dieser Mahnwache, weil ich es satt habe, mich auch noch dafür schämen oder rechtfertigen zu müssen, dass ich Neurologen und Therapeuten aufsuche und sie um Hilfe bitte, weil meine Seele aufgrund der asozialen Missstände überall einen großen Knacks davongetragen hat. Was ist das für eine Gesellschaft, in der Hilfe und Beistand schon verpönt ist? Was ist los mit den Menschen? Schlaft ihr alle? Manchmal ist mir, als seien wir von einer hohen, hohen Leiter herabgestiegen, wo wir doch hätten hinaufsteigen müssen. Und manchmal wird das Wünschen übergroß, zu sein, wie die alten Völker gewesen sind. Jene, die noch in Verbindung mit Mutter Gaia gewesen sind. Jene, die es auch heute noch gibt und die wir höhnisch als Primitive abtun, während wir uns die Zivilisierten schimpfen. Ich möchte hier etwas zitieren. Und zwar den Glaubenssatz der alten Germanen, der so kurz ist wie ein Augenzwinkern und so klar und tief wie ein Forellenwasser. Tue Recht und scheue niemand.
Und ich spüre das hier an, weil es mir um diese Philosophie geht und nicht um irgendwelches Germanentum, was da gleich wieder unterstellt wird, wo die Leute wieder zusammenzucken, weil jemand jetzt gerade Germane gesagt hat. Nein, es geht um diese Philosophie, um diese Weltanschauung. Tue Recht und scheue niemand. Und diese alten Völker brauchten noch keinen Advokat mit dünnem Heiligenschein, wenn sie zu reden hatten. Diese Menschen waren in ihrer Seele frei. Manchmal ist das Sehen übergroß. Ich gehe zu dieser Mahnwache, weil mir meine Nächsten nicht egal sind. Weil ich mir wünsche, dass ihr zufrieden sein könnt. Weil ich mir wünsche, dass ihr gerecht behandelt werdet. Weil ich mir wünsche, dass ihr Frieden finden könnt. Und weil ich mir wünsche, dass euch niemand ausbeutet und dass ihr auch niemanden ausbeuten müsst. Ich gehe zu dieser Mahnwache, weil ich mich loslösen will von den Geschwüren unserer Zeit, vom Gegeneinander, vom Wachstumswahnsinn und vom Wettbewerb, der zu nichts weiter führt als Krieg und Gewalt in jeglicher Form. Weil ich mit euch aufbrechen möchte in ein gesundes Miteinander und ein gutes Füreinander, in eine Gesellschaft der Kooperation und der Freiheit, in eine Gesellschaft des Vertrauens und des Friedens, in eine Gesellschaft der Wahrheit, der Schönheit und der Gerechtigkeit. Dafür stehe ich montags hier. Und was ist mit euch? Kommt ihr wieder? Ja! Ich für meinen Teil werde immer wieder hierher kommen, um auch für diejenigen, die nicht hier sind, für diese Grundsätze einzustehen. Ein großes, wortloses Trauern ist in der meisten Brust eine grenzenlose Heimatlosigkeit. Doch wir sind hier. Wir werden jede Woche hier sein. Wir müssen hier sein, weil so viele noch am Schlafen sind. Weil sie am Schlafen sind und die Schrecken in aller Welt für sich im Stillen als unveränderbar abtun. Doch das ist eine Lüge. Wenn keiner endlich aufsteht, dann bewegt sich gar nichts. Die grenzenlose Heimatlosigkeit in den Herzen der Menschen kann nicht dadurch überwunden werden, dass wir wie bisher alle im Hamsterrad weiterlaufen. Leute, wir müssen ausbrechen, wir müssen kündigen, wir müssen innehalten und Nein sagen. Kommt hierher und nutzt eure Stimme, anstatt sie abzugeben. Hier ist das Forum für die Belange der Menschheit. Jeden Montag, 18 Uhr. Danke. Wer möchte noch ans offene Mikro? Ja, Benni, sing für uns. Servus. Ich wollte nur sagen, ich bin froh, dass ich euch alle kennengelernt habe und hier geht eine geile, gute Energie von aus und wir machen das Ding. Das war's.